Tapeten entfernen? Das macht jeder anders. So machen es Leute, die vom Entfernen total falsche Vorstellungen haben. Verhinderte Bildhauer machen es so. So machen es Leute, die das Dramatische lieben. Tierfreunde haben ihre eigenen Methoden. Und die Profis? Wir haben zuerst Boden und Möbel sorgfältig abgedeckt. Mit Abdeckmaterial. So kann man ungehindert arbeiten. Und die gute Stube unseres Kunden muss nicht darunter leiden. Wie man Tapeten entfernt, weiß eigentlich jeder. Vereinfacht gesagt, man weicht sie ein und schon fallen sie runter. Wenn nicht, muss man ein bisschen nachhelfen. Ist die Tapete aus dünnem Papier, brauchen wir nur Wasser zum Einweichen. Das Wasser dringt durch das Papier und löst den alten Kleister. Bei dickerem Papier mischen wir Tapetenlöser in das Wasser. Der löst den Kleister besser als einfaches Wasser. Das richtige Mischungsverhältnis ist auf der Packung angegeben. Das Anfeuchten der Tapete erledigen wir entweder mit einem Drucksprühgerät oder mit der Bürste. Halt, stopp! Bevor wir mit Wasser an der Wand arbeiten, immer den Strom abschalten. Gutes Durchfeuchten ist wichtig, denn es erleichtert uns die Arbeit. Lieber einmal mehr einstreichen, als nachher lange zu kratzen. Allerdings gilt das gute Durchfeuchten nur für die Tapete. Wenn wir nasse Füße kriegen, haben wir etwas falsch gemacht. Das Wasser gehört nur an die Wand, nicht auf den Boden. Also, mit der Bürste so arbeiten, dass die Borsten an der Wand bleiben. So nicht. Wir können die Tapete auch mit einer Walze anfeuchten. Wir rollen sie auf dem Abstreifgitter erst ein wenig ab, sonst spritzt zu viel Wasser auf den Boden. Erst wenn die Tapete gut durchfeuchtet ist, lässt sie sich mit dem Spachtel leicht lösen und in großen Stücken abziehen. Zum Ablösen eignet sich ein eingearbeiteter Spachtel besonders gut, weil er keine scharfen Ecken mehr hat und man den Untergrund deshalb nicht so leicht beschädigt. Mit einem dünnen, elastischen Spachtel geht's leichter als mit einem dicken. Den Spachtel halten wir immer ganz flach zur Wand. Erstens lässt er sich so leichter bewegen und zweitens vermeiden wir dadurch Kratzer im Putz. Die müssten wir hinterher alle wieder zuspachteln. Bei schweren oder gestrichenen Tapeten ist das Ablösen etwas schwieriger, aber auch dafür gibt es Hilfsmittel. Zum Beispiel grobkörniges Schleifpapier. Damit können wir die trockene Tapete aufrauen, um das Wasser besser durchzulassen. Wenn es um größere Flächen geht, gibt das zwar Muskeln, ist aber insgesamt doch etwas mühselig. Leichter geht es da mit der Stachelwalze. Mit ihr rollen wir kleine Löcher in die Tapete, durch die das Wasser dann leichter eindringen und die Kleisterschicht lösen kann. Nicht zu stark aufdrücken beim Rollen, sonst haben wir nachher Löcher in der Wand. Mit etwas Übung kriegt man die Löcher in die Tapete, ohne die Wand zu beschädigen. Wenn wir anschließend die Tapete einweichen, gilt auch hier,
Mehrmaliges Einweichen erspart viel Kratzen. Und noch drei gute Tipps. Erstens, warmes Wasser löst den Kleister besser als kaltes. Zweitens, öfter mal frisches Wasser und frischen Tapetenlöser. In schmutzigem Wasser kann der Löser nämlich nicht richtig wirken. Drittens, zwischendurch immer, aber ganz besonders, wenn wir fertig sind mit der Arbeit, heißt es, Tapetenreste wegräumen. Gleich in den Müllsack damit. Sonst treten wir Fetzen und Kleister fest und tragen den Schmutz durch alle Räume. Außerdem geht es viel leichter, wenn man gleich aufräumt und nicht wartet, bis alles angetrocknet ist. So, das war's. Aber bevor wir uns auf den Heimweg machen, fassen wir noch einmal kurz zusammen. Was brauchen wir? Abdeckmaterial? Einen Eimer? Tapetenlöser? Ein Drucksprühgerät? Eine Bürste? Eine Walze? Grobkörniges Schmirgelpapier, eine Stachelwalze, einen breiten Spachtel und Müllsäcke. Und wie gehen wir vor? Zuerst decken wir Möbel und Boden ab. Dann mischen wir Wasser und Tapetenlöser. Schalten die Sicherung aus. Und feuchten die Tapete an. Eventuell rauen wir die Tapete mit Schmirgelpapier auf. Oder behandeln sie mit der Stachelwalze vor. Wir lösen die Tapete mit dem Spachtel von der Wand. Und werfen die Tapetenreste in einen Müllsack. So machen es die Profis.